Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP vom Mädchenmenü und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. Ich glaube, ich habe gefunden, wo wir als nächstes hin können, müssen, tun, ihr wisst schon. Und zwar hier, das Gebiet war noch mit einem Fragezeichen bedeckt und hier sind einige Steine, die ich glaube ich kaputt machen kann. Und da wir ja die Fähigkeit haben, Steine kaputt zu machen, buff. Nehme ich mal an, können wir hier weiter. Also, buff. Und wuff. So. Fortschritt. In der letzten Folge haben wir den Schmelztiegel der Bosheit mit Mikleo gemacht. Welcher hier in der Perlhafenweide ist. Und ja, haben gesucht, wo wir hin sollen. Prüfen. Wir haben den Segen über Gottodin wiederhergestellt. Wenn du mehrmals Werterhöhung und Wertungssenkungseffekte aussiehst, werden sich die Effekte nicht völlig vermischen, aber sie werden sich verbessern. Nutze alle Arten von Arzt zusammen, um neue Effekte auszulösen, die Stärke zu finden, die du in den Kampf gegen die Herzen Gegner brauchst. So. Jetzt haben wir mal Dinge aus. Oder zwei, dann kann ich hier irgendwie. Irgendwas wollte ich hier doch benutzen. Ich habe aber nicht so viele Sachen gerade. Ich brauche so Sachen im 20er Bereich. Ja, ein paar Level und so, und dann schaffen wir schon ein paar Sachen wieder ausgeben zu können. Ich habe noch mal nachgeguckt hier in dem diesen Ort, der zum Schlachtfeld da führt, und ja, da kann man nicht weiter, und in der Einhöhle in der Nähe von der Basis der von dieser Händler von der Assassinengruppe, da haben wir glaube ich auch schon alles davon, wenn ich mich hier. Ja, ich werde mal ein paar Dinger hier verbrauchen. Bei einigen Charakteren, wenn ich mir sicher bin, dass die gebrauchen können. Wo habe ich das schon? So, Eisenkraut, Verteidigung. Wir können in Verteidigung bauen. Ich glaube, Edna hat. Ich gebe eigentlich jeden, der hier die höchste natürliche irgendwo hat, die Sachen Angriffskraft. Ist eigentlich so rare, aber ich gebe denen eigentlich schon die Fokussachen, ne? So, KP. Wer könnte ein KP gebrauchen? Ja, das warte ich noch. Fokus. Ja, schon wieder schwierig. Eigentlich kann er nur Fuchs gebrauchen. Alles erstmal. Bei mir sind solche Sachen immer viel zu schwer herauszufinden. Ich kann also sehr schlecht Entscheidungen treffen. Wenn ich mal diese Staatserhöhung gebe und ich werde vom Gegner verfolgt, aber ich sehe überhaupt niemanden. Kommt mitten aus dem Nichts. Ja, mal gucken, wo uns dieser Ort hier führt. Ja, wollen nicht speichern. So, jetzt nicht gelesen. Zu Fragezeichen. Okay, wer da kommt, ist eine riesige Domäne. Oh, gut. Alfreds Jagdgewehr. Ach, hier war habe ich gerade gesagt? Jagdgewehr oder so? Nein. So, hier ist auch irgendwo ein Schrein. Das weiß ich noch. Stand da irgendwo auf der Karte. Dass hier ein Schrein ist. In der Nähe. Ja, ein Jagdgewehr von Alfred. Ja, Alfred. Alfred, keine Ahnung. Was ist das für eine Stadt da hinten? Der Turm? Könnte da Damensee sein? Oh, da ist noch ein Monolith. Ich brauche noch einen Monolithen danach. Erstmal. Uff. Ey. Uff. So, kaufen. Weiß ich nicht. Ganz Gesicht. Sperlingsfedern. Okay. Ja, ich brauche wieder Tränke. Das Leben. Noch einen. Und weil wir halt Geld haben. So. So viele Sachen doppelt. Stimmt, ich habe noch die Dinge hier. Da wird noch so ein paar böse Sachen hier ausgesucht, glaube ich, ne? Was den hier, glaube ich. Ja, warte. Was wollte ich empfehlen wollen?
Aber das ist besser, glaube ich. Ach, komm, mal ein paar Sachen hier. Ich merke gar nicht, dass ich immer so viele Sachen ab, ehrlich gesagt. Was? Warum gibt das mehr? Was? Also blöd, alles hat so random Sachen ausgerüstet. Die Ausrüstung meine ich. Also random Sachen. Also die Sachen, die nur so eine Sache haben, nur die kann ich irgendwie verkaufen, ohne, weiß ich nicht, traurig zu gucken. Ja. Wer ist ein Bekannter von den Sperlingsfliegen? Fliegen? Federn, mein Gott, ich hab's echt mit den Namen von dieser Gruppe, ne? Ich kann mir die echt nicht merken. Ja, der Amphibol-Stab, der bringt es ja voll. Stab der Ruhe ist auch kacke. Weil er nur Verteidigungswerte gibt. Ich nehme bitte schön damit als Waffe. Ja, kann man auch weiter zu verkaufen. Lass erstmal weitermachen, wir. Ich hoffe, es klingt. So, ihr seid, glaube ich, neu. Kommt her. Troll. Ja, ihr glaubt, ihr seid alt. 39. Und ich steuere noch mit Cleo. Was ist das? Was? Autsch. Was ist das? Oh, Leilein weiß. Stimmt, lass mal Leila mitnehmen. So, warte mal hier. Hey, muss doch alles versuchen. Okay. Lass mal Leila spielen, weil für die müssen wir auch irgendwann mal ein Dings machen. Protonenbrand, Feuerring, Blitzbombe, Feuerring. Na gut, ist, die sind alle so sortiert. Das hat höhere von dem hier, das ist natürlich auch von dem hier und so weiter und so fort. Deswegen ist halt ein bisschen einfacher. Also ja, einfach nicht, ich will immer die einfachen Zauber hier nur einsetzen, deswegen ich mir nur die merken eigentlich. Ja, da mal etwas Neues. Hallo, na? Boah. Naga. Oh Gott. Und Art Anwender schmerzt schon jedes Mal gegen solche Typen kämpfen, ne? Ja. Ja, gegen Art Anwender zu kämpfen ist richtig nervig, ich habe das Gefühl. Boah. Auf damit. Oh, danke. Ah. Boah, echt? Wo ist denn einer an? Sehr gut. Ist echt eine blöde Aktion von euch zu zaubern. Alter, die Mann. Mir ein bisschen zu schwer. Die kämpfe ich nicht nochmal. Ja. Vor allem, wenn ich hier mal
Leila ausprobieren will. So, hier geht's. Ja, gibt's zwei Wege. Was mal den hier. Da muss ich noch mal zurück, um da oben anzukommen. Gegen euch Oktopus, wie habe ich mit Mikleo schon gekämpft? Wer kämpft? Ihr müsstet ja im Feuer, eine Erde. Warum Erde? Quarzschirm, okay. Ah ja. Angriffskraft und Fokus gegen Verteidigung. Ja. Hatte schon viel. Weil sind echt nervige Gegner. Schmerzer Schmetterling, was? Regenbogen-Schmetterling, okay. Name des Schmetterlings. この蝶の名前わかる?見たことない蝶だけど。こういう時は出てる。なんだ?この蝶ってどういうの?俺は図鑑じゃない。そう言わずに教えてよ、デゼル先生。そんなおだては Macht er bestimmt nur, um den Schmetterling zu schützen, ne? Oh Gott! Hat er nur gemacht, um ihn zu schützen, ne? Kannst du dich mal beruhigen, Sorei? Ich will mich mit dir verbinden. Ich drück die ganze Zeit ein, steh neben den, ey. Kann mich nicht verbinden, weil er wahrscheinlich am Angreifen war oder so, ey. Boah, ey. Nein, nicht wegwerfen. Kann ich sogar gebrauchen. Ja, super. Okay, vergiss das. Ach ja, ich habe ein AP wieder bekommen, ne? Nein, nur noch einer. Stimmt. Ja, schon wieder was Neues. Ein Riesenschwein. So ein normaler Gegner, ja, ne? Ich muss noch ein bisschen mich heilen. Boah. Jetzt auch sehr aufgeregt gesagt. Komm mal her. Einfach because. 21.000. Habe ich doch mit Leila hier. Egal. Ja, ich habe schon wieder vergessen, was ich bekommen habe. Quarzstiefel. Okay, ich dachte. So, neue Sachen kriegen wir hier. Fokus und A-Verteidigung. Das könnte sogar für ihn gut sein. Na komm. Du bist der Fokusmann. Seit Normen, ja, ne? Ich hoffe nur, einige Quests laufen nicht ab. Ich werde jetzt hier immer überprüfen. Ich habe immer noch 8 Sachen hier. Aber ich sehe schon kommen. Ich werde einige Sachen verpassen, weil ich jetzt zu schnell wieder weitergehe. Okay, immer bloß weg. Wahrscheinlich konnte ich irgendwie die Brücke oder so hier schon besuchen und so. Aber naja. Erstmal. Ich hoffe wirklich, die laufen nicht ab. Ja, war bloß nicht, ob ich dich gesehen.
Du. Gehen wir mal verlangsamung 10% hier. Bist du der eigentlich 17. irgendwie so was sein? Grausiger Jagd euch, grausig. Verteidigung. Alter, wie weit geht das runter? Achso, ach, boah. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die kämpft, wenn ich die nicht steuere. Ich sollte die mal öfter steuern. Kann man leider nicht so bestimmen. Was mir ein bisschen fehlt, ich würde gerne irgendwie so einstellen, ob die mehr so mit Kriegsart oder seraphischen Art kämpfen. Schmetterling, Motte meine ich. Das war Motte. Guck sie nicht so an, Rose. So grausam hat die da vorte. Einfach nur so Schmetterlinge fangen. Zum Hinhängen finde ich aber auch ein bisschen doof. Das ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Dings, stimmt. Weil ich alles für den Mistrad verballert habe. Ich muss die ausgerechnet einsetzen, ne? Ich habe für diesen gefährlichen Treffer, ja. So. Betretet den Kreis des Feuers. Ich hab gar nichts. Ja. Ist ja nicht so schwer, eigentlich. So, ist einfach in mittendrin und ich spam eigentlich nur Feuerangriffe. So klappt das. Irgendwie hat sich das nicht geheilt. Boah, echt. Kam schon gleich vorbei, ne? Der fällt noch, der schafft das echt noch. Boah, so macht man das. Helle Orchideen. Edna die Blume. ロゼもこういうの興味あるのか。赤い花は好きなんだ。私だってジョーシだし。ランの一種かな。そう。エドナっていう種類よ。同じ名前。名前だけじゃないわ。エドナは暑さに弱く、風通しのいい日陰に咲く。人の手で育てる場合には水のやりすぎに要注意。繊細で可憐なところも私とそっくりでしょ。うん。ということは。 何してるの、ミボ。いや、トゲか毒があるんじゃないかと。トゲならここにあるわよ。エドナ、本気すぎだって。無水よね。だからミボなのよ。それにしても詳しいんだね。教えてくれたね。お兄ちゃん。そうなんだ。悪かったな。茶化して。いいわよ。別に。オッケー。さあ。 Ich brauche jetzt erstmal neues Zeug hier. Angriffsschritt. Und zwar im Schritt nach vorne einmal ein Angriff. Ich weiß nicht, ob ich das so gerne haben will. Aber besser als gar nichts. Wahrscheinlich werde ich das nie auflösen und so, aber was soll's. Federtritt. Okay, wieder neue Stufe. Ne? Ich glaube, die hatte ich aber schon mal. Wow. Ja, ist im allem besser. Das ist ja exakt gleiche. Na. Ach, hallo. Haben wir noch eine Ruine wieder? Da sehe ich schon wieder Monolith.
Ja, irgendjemand steht da. Boah! Was? Wer seid ihr denn? Ich weiß nicht, wer du bist, aber bitte lass uns in Ruhe. Wenn nicht, dann wirst du eine Lektion auf die harte Tour lernen. Du willst nicht die Macht einen seiner seraphischen Arts kennenlernen. Du siehst aus wie ein Herrscher des Landes. Du bist bestimmt einer, ne? 500 Jahren haben wir alle Hoffnung in diese Welt verloren. Wir haben kein Interesse an, dass ihr wieder fährt. Was ihr wieder fährt. Segen der Herrscher ist unals nichts davon. Es ist mein einziger Wunsch, in Ruhe mit ihr zu leben. Nur wir beide hier. Lass mich raten, du bist ein Mensch und du bist ein Seraph. Und irgendwann müssen wir dafür sorgen, dass der Seraph uns hilft, ne? Dann müssen wir die Liebe auseinanderbringen. Heute, die Wahrscheinlichkeit, dass du von beiden fallen gelassen Ausrüstung kennen, Fertigkeiten mehr als. Fallen gelassene Ausrüstungsstände, Fertigkeiten erhältst, ist höher, wenn du die Fallen zuvor schon oft besiegt hast. Was? Auch wenn du im Kampf keine. Dafür sind die Sterne da. Ich hatte geplant, dass oh, das ist ein dickes Ding. Ich hatte schon geplant, einige Gegner verdammt oft zu töten. Das so zu priorisieren, damit die mehr Sterne bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Jetzt müsste ich nur noch wissen, was die Sterne bei den ganzen Techniken hier bedeuten. Hier. Bei Xelia war der so, glaube ich, der TP-Verbrauch irgendwann verringert wurde. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich achte auch auf sowas gar nicht. Muss ich mir den TP-Verbrauch von jeder Sache hier irgendwie angucken. Eine Streberbolle. Wen kann ich dir denn geben? hier, seit ich zurückdenken kann, habe ich, glaube ich, Mikleo immer eine Sonnenbrille gegeben, ne? Jetzt kriegt er direkt eine neue Brille. Ja, Mikleo ist der... Oh Gott. Was war das? Das war irgendwas Großes gewesen, glaube ich. Nee, ich habe es mir nur eingebildet. Ich bin einfach nur... Ah. Ja, mal schnell. Was ist das? Ja, der andere ist voll übertrieben. Oh, nee. Neue Kampfaktion erlernt. Okay, cool. So, gerade nachdem ich meine Sachen hier... Todbonus, was? 10 Tonnen Bonus. Aber die sehe, wenn du mit einem mythischen Art insgesamt 10.000 Schaden oder mehr verursachst, verringert sich die benötigte SA für jede Figur um 1. Was? Wie auch nur ein einziges Mal. Warum ist ein. Hä? Dann verringert sich die SA, nachdem ich eine Mystic Art eingesetzt habe. Mit 10.000 Schaden. Hä? Was bringt mir das denn? Oh, brauche ich eigentlich gar nicht. Okay. Ja, sowieso. Boah. Sowieso nicht genug Punkte, also lass mal das. Sehr viel, wenn er gerade dabei ist, eine Art zu wirken, erfolgt der Wechsel dieses Möglichkeit. Dadurch kannst du neue Kombo-Möglichkeiten ausprobieren. Ja. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Weg damit. Wenn ich es nicht haben kann, darf es jemand anders haben. So. Okay. So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt als erstes rein? Wenn ich mich nicht irre, sah es irgendwie da hinten aus wie so eine Stadt oder so, oder ein Dorf, irgendwie sowas. Was, ins Dorf gehen, oder? Oh, ich gucke mich da nochmal um. Dann schon fast sagen, wir gehen erst zur Ruine. Da ist ein Speicherpunkt ausgezeichnet. Boah, geht der mal weg, ne? Also, warte. Ja. So.
Oder das eine Ruine. Obwohl dieses rote Zeichen bedeutet ja eigentlich irgendwie Dungeon oder irgendwie sowas, ne? Widerstandsschuhe. Boah, Leute, könnt ihr mal weggehen? Was? Super. Skip? Nein, okay. Oder mein Schmelztiegel Bosheit mit Rose. Das warte mal. Mit Rose ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Kann man sogar schaffen locker. Wird jetzt auch hier angezeigt. Warte mal, was? Oh, könnt ihr mal weggehen? Magaus, Schrein der Erdenprüfung, okay. Und da haben wir. Schon sagen, verfolgen wir mich immer noch, ne? Mit dem Viech lege ich mich erstmal noch nicht an. Haben wir hier. Wailish Ruinen. Lass mal gucken. Wie stark seid ihr? 42, okay. Ich wenn wir irgendwie weiterkommen. So, bitte sag mir, die bleiben offen. Das wäre so ein Gitter, wir können ja überall hin, das ist ja gute. In unseren Fähigkeiten, das ist sehr schön. Warum sehe ich eigentlich die Gegner hier auf der Karte? Zu welchem Bereich gehört das Gebiet hier? Gehört das zu Gurudin? Oder so? Weil ich dürfte ja eigentlich nicht hier die Gegner sehen können. Ohne einen Herrscher des Landes. Also muss er ja zu irgendeinem Gebiet hier sein. Zu irgendeinem Gebiet hier gehören, wo ein Herrscher des Landes aktiv ist. Boah. Wird jemand irgendwie so ein Porzellanregal kaputt machen? Ja, da ist irgendwo so ein Gebiet, das mich zum Fragezeichen bringt. Und da auch. Das hier Erde. Irgendwo wird hier drin ja wohl ein Speicherpunkt sein, ne? Das ist kein Speicherpunkt. Geht weg. Ja, ein Speicherpunkt wäre jetzt toll. Bei mir geht die Zeit aus. Ist nix. Ah. Das ist eine Truhe. Himbeermus. Hm. Wie so ein Porzellanregal. Harry. Was, Harry? Bist du schon wieder gegen's Regal gekommen? Tut mir leid. Ah, der war so schlecht. Und das kann ich doch bestimmt
Monolith in den Ruinen. Der große Stein des Zeitalters. Oh mein Gott, a giant rock. この石は吊るしんでなんだ。この石を器だったのかもしれん。自分の目で確かめた時にこそ伝承の本当の意味が。それ、メビおじさんと話してた。そう。でも、ただ見るだけじゃダメってわかったよ。ありがとう、ロゼ。なぜ俺？常識にとらわれない自由な視点が必要ということだ。お前のような。別に私は普通ですけど。 Ein Speicherpunkt wäre nett. Meine Truhe auch. Ah. Nein. Ich sagen. Ich boah. Boah, guck dich das mal an, wie wir uns den Weg versperren. Ich würde sagen, ich bin den Part hier und wir sehen uns dann wieder außerhalb dieser Ruine und gucken uns die Ruine dann in Ruhe an. Ja, okay. Ich bedanke mich dann alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.